heißt es, er ist der Anfang und das Ende aller Musik. Die Werke, die Johann Sebastian Bach der Nachwelt hinterlassen hat, berühren die Menschen bis heute. Am Fuße der Wartburg in Thüringen liegt Eisenach. Hier wurde Johann Sebastian Bach 1685 geboren. In der Altstadt kann man sich noch gut in die Zeit seiner Kindheit hineinversetzen. Erster Anlaufpunkt für Bach-Freunde, das Rathaus. Hier haben früher die Stadtpfeifer jede Stunde die Uhrzeit geblasen. Und einer der bekanntesten Stadtpfeifer hier war Johann Ambrosius Bach. Das war also der Vater von Johann Sebastian Bach. Man kann durchaus auch annehmen, dass der kleine Johann Sebastian Bach als Knabe mit seinem Vater auch dort oben gewesen ist. Gegenüber steht die Georgenkirche. Hier wurde Bach getauft. Der Taufstein ist noch original erhalten. Der Junge wächst in einer großen Musikerfamilie auf. Die Orgel der Georgenkirche wird zum Beispiel 132 Jahre lang von einem Bach gespielt. Mehr über die Familiengeschichte erfährt man im Bachmuseum Eisenach, das älteste seiner Art weltweit. Man taucht in Bachs Kinderstube ebenso ein wie in die Klangwelten jener Zeit. Und so soll der große Komponist wirklich ausgesehen haben. Die Rekonstruktion seines Antlitzes sorgte im Jahr 2008 für Aufsehen. Etwa 2 Autostunden von Eisenach entfernt liegt Köthen, heute ein verträumtes Städtchen in Sachsen-Anhalt, zu Bachs Zeiten die Residenz des Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen. Im Schloss ging Bach ab 1717 ein und aus. Der musikbegeisterte Fürst hatte ihn aus Thüringen abgeworben und als Hofkapellmeister eingestellt. Bach komponierte hier für ein Orchester. Der Fürst selbst spielte oft die Violine bei den Aufführungen der Werke von Bach. Also nimmt man sicherlich das wichtigste Werk zu seiner Köthener Zeit, die Brandenburgischen Konzerte, dann beweist sich in diesem wirklich schwierigen Werk, wie gut die Hofkapelle gewesen sein muss. Bach hat diese Musik diesen Leuten auf den Leib geschrieben. Die Bach-Gedenkstätte in Köthen vermittelt ein umfassendes Bild jener 6 Jahre, die ganz im Zeichen der weltlichen Musik standen. 1723 zieht es Bach dann in die Großstadt. Leipzig, schon damals eine Handels- und Kulturmetropole. Bach bewirbt sich auf die Stelle des Thomaskantors. Dieses Amt wird er 27 Jahre lang ausüben. Auch in der Nikolaikirche, denn er ist für die Musik in allen 4 Hauptkirchen Leipzigs zuständig. Es beginnen seine produktivsten Jahre. Hunderte Kantaten, Choräle, Oratorien und Passionen entstehen. Häufig wird Bach auch im Rathaus vorstellig. Den Ratsherren gilt er als aufmüpfig und unbequem, denn immer wieder klagt er Gelder ein für die Sanierung der Kirchen und für neue Instrumente. Einen Besuch lohnt auch das neu gestaltete Bach-Museum in Leipzig. Hier sind viele Handschriften und Dokumente zu sehen. Die Besucher können auch einen Bach-Choral nach eigenem Belieben instrumentieren. Vor allem aber können sie Musik hören. In der Mediathek sind alle 1127 Werke Bachs abrufbar. Man bräuchte 7 Tage, um Bach komplett zu hören. Wenige Meter weiter, die Thomaskirche, Bachs Hauptwirkungsstätte in Leipzig. Hier wurden viele seiner Werke uraufgeführt. Hier leitete er den Thomanerchor. 2012 feierte der weltbekannte Knabenchor sein 800-jähriges Bestehen mit zahlreichen Konzerten.
Bach stirbt 1750 im Alter von 65 Jahren in Leipzig. Seine letzte Ruhestätte ist in der Thomaskirche.